Mörser im Einsatz. Schnell! Los geht's! Graz im Einsatz. Das sind Graz. Drückt euch, Graz! Graz! Es pfiff! Wir werden beschossen. Los zu der anderen Seite. Ukraine ist unser Land. Flott, laufen wir. Eine Drohne. Eine Drohne. Weg von hier. Ich heiße Dmytro Komarow. Ich bin ein Ukrainer, Journalist und Wanderer. Vor einem Jahr, am 24. Februar, änderte sich mein Leben für immer. Das Jahr, Teil 1. Damals entdeckte ich die interessanten Ecken der Welt. Das war damals. Jeder von uns hatte ein anderes Leben bevor. Seit genau einem Jahr, seit dem 24. Februar, ist das Vergangenheit. Jeder von uns wird das Aufwachen in diesem neuen Leben nie vergessen. Erinnern Sie sich, wie es bei Ihnen war. Wie fing der totale Krieg an für... Guten Tag, Herr Präsident. Guten Tag. Von einem Jahr werden Sie diese Schwelle überschritten. Der Krieg fing an. Das war ein Schock für alle, eine Tragödie. Können Sie sich an Ihren Morgen Minuten nach Minuten erinnern, seitdem Sie aufgewacht sind? Minute nach Minute wäre kompliziert. Ich wurde angerufen, dass es anfing. Wir sind aufgewacht, meine Frau, Sohn und Tochter, was haben Sie ihnen gesagt, als Sie das Haus verließen? Ich habe bestimmt daran gedacht, dass ich meine Kinder wecken muss, dass ich ihnen erklären muss, was es vor sich geht, dass der Krieg aufgefangen hat. Sie sind schon erwachsen genug, um zu verstehen, dass es wie in der Kriegszeit zu handeln ist. Ich verließ das Haus sehr schnell. Natürlich liebe ich meine Familie, aber die Priorität des Präsidenten war es, hier zu sein. Einige Stunden später kamen sie hierher. Unser Sicherheitsdienst fand, es wäre ungefährlich, dort zu bleiben. Gucken Sie Ihre Frau an die Augen, als Sie das Haus verließen, mit dem Gefühl, dass Sie nicht wissen, was kommt. In meinem vorigen Leben wusste ich, wie man einen Film dreht. Aber so ein Moment, wenn wir einander in die Augen geguckt haben, vielleicht sehen wir uns nie mehr wieder. Ich bitte um Verzeihung der Zuschauer, aber so einen romantischen Augenblick gab's nicht. Es Zeit war zu knapp. Ich machte mir schnell bereit und kam hierher. Hier in der Bankower Straße war es dunkel in alle Fluren. Dieses Büro Telefonteams, die ich zusammenzustellen habe. Das war das Einzige, wovon ich gedacht habe. Darf ich die Stelle sehen, wo Sie die ersten Anrufe erfolgten? Ja, bitte. Das war nicht hier. Nicht hier? Nein, in anderem Raum. Ja. Alle internationalen Aufrufe erfolgen in diesem Büro. Auch die an dem Morgen. Es waren 27 Präsidenten, mit denen Sie am 24. telefoniert haben, korrekt? Es war ein Anruf nach dem anderen von Präsidenten und Ministerpräsidenten. Haben Sie über einen Anruf an Wladimir Putin gedacht? Nicht an den Tagen. Das wollte ich unbedingt bevor machen. Wir haben Signale weitergegeben und Gespräche bestellt. Es war wichtig für mich, dass er persönlich die Ukrainer versichert, dass es keinen Überfall gibt. Ich habe alle möglichen Partner gebeten, Russland zu kontaktieren. Wir haben um Gespräche gebeten.
Sie waren aber nicht bereit. Hat Wladimir Putin abgesagt? Es gab keine direkte Absage. Alle Lieder, der ich gesprochen habe, meinten, dass er zum Dialog nicht bereit ist. Haben Sie jetzt einen Wunsch oder eine Absicht, ihn zu sprechen? Nein, jetzt bin ich dazu nicht bereit. Die ganze Ukraine hat ihre erste Videobotschaft um 6.22 Uhr am 24. gesehen. Es gab keine professionelle Lichtung. Es sah wie ein Selfie aus. War er so? Die habe ich hier gemacht. Hier? Genau. Ich habe ein Bild davon. Wirklich? Ja, genau. Das war hier? Genau. Nicht wurde hier geändert. Um etwa 17 Uhr wurden Sie mit einem Haki-T-Shirt das erste Mal gesehen. Warum haben Sie sich zu diesem Garderobenwechsel entschieden? Ich war nicht komfortabel. Ihnen wurden wir schon zu anderen Menschen zu diesem Moment. Alles hat sich geändert. Hier habe ich einen kleinen Kleiderschrank, wo es Sachen gibt, die ich anhatte, wenn ich zur Front war. Darf ich ihn sehen? Ja, bitte. Dort habe ich mehrere gleiche Artikel. Die Garderobe des Präsidenten, ja, sowas trage ich. Normale Artikel. Das sind militärische Artikel und der Anzug? Ich glaube, meine Anzüge sind hier. Sind sie schon nach der Reinigung? Kann sein. Solche Dinge folge ich nicht. Ich trage ja kleine Anzüge heutzutage. Ist das der Blazer? Ich glaube schon. Das ist ein Symbol. Das bedeutet, dass der Krieg bald endet, und zwar mit unserem Sieg. Ihr wartet also auf den Sieg? Ja. Das wünsche ich mir. Es kommt bald. Ich habe nichts Beeindruckendes hier. Entschuldigung mich, wir haben uns schon angewöhnt, das Licht auszumachen. Wir sparen allerlei. Das ist eine Gewohnheit. Haben Sie hier geschlafen? Ja, können wir hineingucken? Wo? Ja? Okay, kommt. Hier wohne ich. Hier ist das Präsidentenbett. Hier haben Sie am 24. Ja, wir sind auch in den Luftschutzkeller runtergegangen, aber im Grunde wohne ich hier. Das ist also Ihr Zuhause? Genau, seit einem Jahr schon. Hier drehe ich meine Videos und habe Besprechungen. Das ist das Foto von Ihrer Familie, genau. Darf ich? Aber natürlich. Ein schönes Foto. Kinder wollten einen Superman. Ich hoffe, Sie werden bald wieder mit den Kindern lachen und wir vergessen alle über den Krieg. Vor dem Krieg werden wir auch nach dem Krieg nicht vergessen. Herr Präsident, am 24. Februar, wenn die Situation außerordentlich war, haben Sie sich vorgestellt, dass durch diese Türen die Russen kommen können und was dann zu tun wäre? Ich habe daran aber nicht viel gedacht, außer wenn der Sicherheitsdienst mir daran erinnert hat. Haben Sie daran gedacht, dass Sie ermordet werden können? Mir wurde gesagt, dass ich ein Ziel bin und es ist alles zu tun, um mich in die Sicherheit zu bringen. In dem Moment habe ich von anderen Sachen gedacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, dass es mir etwas passieren kann. Ich musste erwägen, welche Folgen es hat, falls ich weggehe. Was würde passieren? Das ist ja meine Verantwortung. Falls ich weggehe, fragt keiner nachher, wer das vorgeschlagen habe. Es gibt nur das Ergebnis. Du hast deinen Staat im Stich gelassen. Das wäre ein Verrat. Wir haben uns das letzte Mal so unterhalten, noch zu den Zeiten von Ihrem vorigen Leben. Es beeindruckt mich, dass Sie sich nicht geändert haben von außen, aber von innen sind Sie ganz anders. Ich guckte Ihnen direkt in die Augen und sehe den Schmerzen, den Sie fühlen. Den Augen lässt es sich nicht befehlen. Es ist, wie es ist. Es ist okay. Wir haben gleich die nächste Maßnahme. Wir müssen den Präsidenten gehen lassen. Wir haben noch sehr viele Fragen. Finden Sie noch eine Gelegenheit für uns? Abgemacht. Danke. Ja.
Guten Abend. Guten Abend. Darf ich den Herrschaften etwas anbieten? Tee, Kaffee, Kekse? Wir haben mehrere Teesorten. Karpatischen Tee, Minztee, Kakadee, Grüntee. Es wird kompliziert. Am Anfang war es einfacher. Ich habe mir erlaubt, für die Herrschaften zu wählen. Bitte. Artek-Waffeln, wie aus unserer Kindheit. Wann gehört der Ferienlager wieder uns? Wir haben es wieder zurück. Wir nähern uns langsam. Ist für mich zu klein zu lesen. Mein Sehvermögen ist schwach geworden. Aber Menschen sehe ich jetzt besser. War das keine Metapher über ihr Sehvermögen? Ja, so ist es. Wir haben viel beim gedämpften Licht gearbeitet. Der Sicherheitsdienst wollte immer weniger Lichtung haben. Wir haben mehrere Monate so gearbeitet. Also ist mein Sehvermögen schwächer geworden. Haben Sie Kontaktlinsen an? Nein, ich trage keine Linsen, aber zum Lesen setze ich Brillen an. So ist jetzt. Okay. Alles ist okay. Ukrainer, guck mal, wie sie sind. Hier steht geschrieben, Zug zum Sieg. Der Sieg wird süß. Die Russen haben einen Panzerzug, noch aus den sowjetischen Zeiten. Wollen sie auch einen haben, bevor du das erwehrt lasst. Alle dachten, dass das hier Panzerzug wäre. Habe ich ein Staatsgeheimnis verraten? Noch eins. Ich erlaube mir einen Witz. Die Hollywood-Filme kommen nicht in den Vergleich mit unseren Ereignissen. Der russische Plan bestand in rasanter Landung der Luftlandetruppen und Spezialeinheiten, um Kiew zu schnell zu besetzen. Wie viele Fallschirmjäger sollte es sein? Die Zahlen waren ziemlich beängstigend. Eine Welle sollte aus etwa 30 IL-Flugzeugen bestehen. Dieser Plan war von Priorität also. Das war der einzige Plan. Am dritten Tag die Flagge über der Administration der Präsidenten zu setzen, die Führung wechselnd. Wir wüssten, dass sie versuchen werden, die Hügel von Pechersk zu besetzen. Hubschrauber würden dort gut landen. Dort würden sie versuchen, Kräfte zu bündeln und das Verwaltungsviertel zu übernehmen mit dem Präsidentenbüro und Parlament und so weiter. Der Plan war, der Staatsführung zu wechseln. Sie dachten, sie würde fliehen oder kann vernichtet werden. Sowohl Kollegen in der Ukraine als auch Partner im Westen haben sich viele Gedanken gemacht, wo ich hingehen muss, wo ich mich verbergen kann. Das würde uns nur der Partisanenkrieg übrig bleiben. Die Ukrainer würden ja sowieso nicht aufgeben. Spätestens am 10. Tag war erst geplant, den Widerstand auch in einzigen separaten Stellen komplett zu stoppen, falls es ihn überhaupt gibt. Währenddessen haben sie Kriegstechnik eingeführt. Die russischen Streitkräfte haben sich in Konvois von 1 bis 200 Einheiten bewegt. Nur in Konvois? Warum? Weil die Einheiten keine Besatzung hatten. Sie wollten ein Bild des massierten Angriffs schaffen, sodass unser Aufgeben unvermeidbar scheint. Zum ersten Mal hörte ich, dass diese Konvois nur als ein Bild dienten. Man sagte ja, dass die Russen dumm sind. Sie haben nicht verstanden, was ein Krieg ist. Sie haben keinen Treibstoff mitgenommen. Die Panzer haben gestoppt. Sie haben die Lieferung von Munition und Lebensmitteln nicht geplant. Sie haben damit gerechnet, dass es 3 Tage dauert. Also sie brauchen das alles gar nicht. Die russische Leitung wurde komfortabel transportiert. Verstehe ich richtig? Der Plan war, ruhig reinzukommen, Truppen komfortabel zu transportieren, Kiew zu besetzen, sodass Soldaten nicht müde werden. Sie sollten komfortabel an die Stelle kommen, wo Militärtechnik sie erwarten würde, um von dort ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Militärwissenschaft ist in dem Land ziemlich entwickelt. Also wenn es um den Großangriff geht, war die Planung und Vorbereitung darauf komplex und hat alle Aspekte der Tätigkeit der russischen Streitkräfte mit einbezogen.
Ich bin mir dessen sicher. Die Operation wurde detailliert ausgeplant. 4 Tage vor dem Überfall hat die russische Sberbank so viel Bargeld wie möglich eingekauft. Es lag in ihrem Tresor. Sie haben darauf gewartet, wenn ihre Leute reinkommen und gegen Bargeld, die für sie nötige Politik führen werden. Wenn die Landung erfolgreich wäre, dann würde Kiew besetzt sein. Am 23. Februar um etwa 15 Uhr habe ich dem Präsidenten berichtet, dass es um 4 Uhr morgens anfangen wird. Um 3 Uhr 2 Minuten habe ich befohlen, den Luftraum über der Ukraine zu schließen. Um 3.40 Uhr hat der erste Kampf an der Grenze angefangen, in der Luhansk-Oblast. Ich habe darüber dem Innenminister Denis Monastirsky berichtet. Um 4.05 Uhr hat mich der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Zaluzhny, angerufen. Es habe angefangen. Dann kamen die ersten Raketen. Der Befehl war, alle Luftziele, die von unseren Luftabwehrraketen erreicht werden können, zu vernichten und die Leiter davon sofort zu informieren. Den Präsidenten habe ich informiert, wenn wir verstanden haben, dass es keine Provokation, sondern ein totaler Überfall von Russland auf unser Territorium ist. Es war 5 und 17. Die Entscheidung war, hier zu bleiben bis zum Ende. Wir waren geistlich bereit, den Feinden zu töten, nicht zu warten, wenn er sich beruhigt und uns in Ruhe lässt. Das Wichtigste war, die Landung im Hostomel-Flughafen aufzuhalten. Die Situation hat sich sehr schnell entwickelt. Die Spezialeinheiten des Feindes sind im Hostomel-Flughafen gelandet. Sie haben gleich einen großen Verlust erlitten. Nach einem stundenlangen Kampf haben sie den Flughafen unter Kontrolle genommen. Und sie wurden von der Artillerie unter Kontrolle genommen. Also der Plan hat am ersten Tag gescheitert. 8 Jahre des Krieges haben uns gehärtet und gelehrt zu kämpfen. Das haben die Russen von uns nicht erwartet. Wie wurde die Landung ihrer Flugzeuge vermieden? In Boryspil, Juliane, alles war vermint. Fahrzeuge standen umgekippt und die Startbahnen waren mit Öl begossen. Also es war unmöglich zu landen. Dieser legendäre Satz über Taxi und Waffen, wo haben Sie das gesagt und wem? Das habe ich dem Präsidenten Biden gesagt. Mit ihm war mein erstes internationales Gespräch. Er hat mir vorgeschlagen, ich habe es aber verweigert, weil ich verstehe, was eine Hauptstadt bedeutet. Falls die Hauptstadt fällt und der Leiter flieht, es gibt keinen Staat mehr. Es ist unsere historische Zeit, diesen Feinden zu bekämpfen. Wir befinden uns beim Fluss Dnipro. Auf dem anderen Ufer liegt Weißrussland. Was ist hier vor einem Jahr abgelaufen? Haben wir Brücke gesprengt? Es war im Voraus von uns gesprengt. Auf diese Weise wollten wir vermieden, dass feindliche Truppen und Technik auf das Territorium der Ukraine gelangen. Wie Sie sehen, ist die Brücke nicht mehr für den Betrieb geeignet. Jeder Versuch, eine Schwimmbrücke zu bauen, wird unerfolgreich sein. Wie viele Durchbrüche unserer Staatsgrenze gab es insgesamt an dem Morgen? Es handelt sich nicht um Durchbrüche. Große Militärkonvois kamen rein. Die Konvois der feindlichen Militärtechnik kamen in der Luhansk-Oblast rein, über der Linie der Auseinandersetzung, in der Kharkiv-Sumy und Tschernigow-Oblast, über die administrative Grenze mit der temporär besetzten Krim, in der Kiew-Oblast aus Weißrussland durch das Tschernobyl-Gebiet.
Die Situation war arg. Unsere einzige Chance war, so einen Plan auszuarbeiten, das erlauben würde, in der kürzesten Zeit dem Gegner maximalen Schaden anzurichten, damit er mindestens seine strategischen Ziele aufgibt und auf anderen Sachen konzentriert. Den ersten Tagen lebte ich wie in einem Albtraum, in einer parallelen Realität. Explosionen im Bezirk Podil, Raketenanschlag im Bezirk Obolon. Ich habe Angst. Ich schlafe nicht. Ich kann nicht schlafen. Eine Rakete schlug nicht weit von dem Haus meiner Eltern. Ich konnte nicht verstehen, was abläuft. Mein Gehirn konnte das alles nicht als Realität wahrnehmen, konnte nicht mehr der Realität laufen. Alles vernichtet. Wie hat Ihr Gehirn reagiert? Sie waren ja im wilden Strom der Nachrichten. Das war ein Marathon. Ich musste schnell auf alles reagieren. Ich weiß nicht, ob du jemals sowas hattest. Ich glaube schon. Du hast beim Überqueren der Straße das rasende Auto nicht bemerkt. Du schaffst es aber, nach hinten zu treffen und beim Leben zu bleiben. Es kam mir vor. Auf deinen Reisen kam es dir wohl oft vor, mit Raubtieren zum Beispiel. Und jetzt stell dich mal vor, dass jede Minute passiert und du trittst ständig nach hinten oder bekämpfst das Raubtier. So schaffst du es nicht zu begreifen, was gerade passiert ist. Weil da ein neues Auto, eine neue Straße und ein neuer Tritt kommt. Ungefähr so war das. Wir haben viele gefährliche Orte besucht. Aber ich habe nie gedacht, dass ich in meinem Kiew solche schrecklichen Bilder sehen werde. Oder solche schrecklichen Aufnahmen machen. Sagen, was ich jetzt sage. Haben die Militärleute erwartet, dass es auf diese Weise vorgehen wird? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ja, ich habe Syrien gesehen und was in Tschetschenien passiert ist, aber vorzustellen, dass das auf die Ukraine wartet, konnte ich nicht. Es ist schwer zu glauben, dass es wahr ist und dass der Krieg von den Menschen kam, die sich unsere Brüder genannt haben. Alle Ukrainer, die in Russland bekannt sind, versuchten in den ersten Wochen, sich an die Russen zu wenden. Ich drehe das Video für die Russen, die nicht glauben, die sehen wollen, was vorgeht. Gucken Sie mal, was vorgeht, was eine Rakete mit diesem Wohnhaus gemacht hat. Ich hatte viele Zuschauer in Russland und habe mich an sie gewendet. Aber leider haben wir verstanden, dass es keinen Effekt bringt und Tode in ukrainischen Wohnbezirken in russischen sozialen Netzwerken geführt werden. So ist es. Wie glauben Sie, hat es Sinn, sich an sie zu wenden? Was glaube ich? Leider hören Sie nicht. Es gibt eine Mauer. Und dass sie nach dem Tode unserer Menschen Beifall klatschen, statt zu weinen. Das ist eine Riesentragödie. Unser Geist und unsere Wahrnehmung der Welt wurde gebrochen. Nie waren wir brutal. Sie haben unsere Brutalität hervorgerufen. Und Wut. Ich habe Familie in Moskau. Keiner hat sich dagegen erhoben. Das tut weh. Es kommt bestimmt ein Moment, wenn die Putin-Regime sich brüchig fühlen wird. Dann werden die Raubtiere das Raubtier fressen. Das ist wichtig. Sie werden aber einen Grund für sich finden wollen. Und dann werden sie sich an die Worte von Komarow, Zelensky und anderen erinnern. Man findet dann einen Grund, den Mörder zu ermorden.
sehr schön gesagt. Deshalb glaube ich, dass es nicht unnütz ist. Ob es funktioniert, ja, aber ich weiß nicht wann. Viele können sich nicht mal vorstellen, wie nah der Krieg zur Hauptstadt war. In den Straßen, die von den Staatseinwohnern täglich befahren werden, konnte man zum Ziel werden. Bei Kiew wurde ein klassisches Schema der Verteidigung angewendet, aber in Verbringung mit mobilen Teams, die aktive Verteidigungs- und Gegenangriffsmaßnahmen durchführten. Wir sind am Feuernest bei Hostomel. Parkt unter den Bäumen Richtung Ausfahrt. Parkt unter den Bäumen Richtung Ausfahrt, falls wir schnell evakuieren müssen. Sie hatten riesengroße Konvois und wir hatten kleine mobilen Teams, die Quads und Pickups gefahren haben. Warum haben wir diese Taktik gewählt? Wir haben ja weniger Artillerie, weniger Munition, weniger Panzer und Panzertechnik. Konvoi gegen Konvoi? Wir haben nicht genug Technik. Also wir müssen kreativ sein. Es gibt Fälle in der militärischen Geschichte, wenn viele kleinere Armeen den Feinden besiegt haben. Diese riesengroße Masse, die mit Raketen, Flugzeugen, Millionen von Projektilen bewaffnet ist, hat uns dazu bewogen, nach einer Antwort zu suchen. Die Besonderheit dieser Arbeit besteht darin, dass der Mörser bewegt wird. Der Feind darf nicht genau wissen, wo er steht. Die Aufgabe ist, ihn an so eine Stelle zu setzen, von der die Feinde keinen Angriff erwarten, zu schießen und schnell wegzugehen, bevor eine Antwort kommt. Raus, raus! Ich habe es zugemacht. Bleib stehen. Ja. Hier verstecken wir uns. Falls wir aus der Luft beschossen werden, gehen wir gleich rein. Wenn Projektilen nach von uns fallen, dann gehen wir tiefer rein in die Pillbox. Mich hat gewundert, dass es eine alte Pillbox war, noch von Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Dort waren auch zwei Haubitzen. Das war ein historisches Denkmal. Während des Angriffs die Verteidigung erfolgte entlang der Verteidigungslinien von den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. In den alten Pillboxen haben unsere Männer Stellung gehalten. Ich kann nicht glauben, was ich sage. Auf diesem Schild steht geschrieben, in 1941 lag hier die Verteidigungslinie von Kiew von Nazi-Eindringslingen. Jetzt an dieser Stelle wird Kiew nicht von Nazis, sondern von Russen verteidigt. Diese alten Pillboxen wurden ziemlich weise gebaut. Sie haben erlaubt, den Zugang zur Gegend zu kontrollieren und feindliche Ziele zu treffen. Sie wurden nicht einfach so gebaut. Das war das System des befestigten Raumes von Kiew. Jeder Krieg hat seinen Maßstab. Der Maßstab, den wir haben, entspricht sowohl dem Ersten als auch dem Zweiten Weltkrieg. Die Frontlinie für die Streitkräfte der Ukraine ist 3.750 Kilometer lang. Wie im Zweiten Weltkrieg? Ganz genau. Das ist der Maßstab des Kriegs. Täglich verbraucht er enorme Ressourcen. Der Mörser wird aufgebaut. Sie werden Minen herauslegen, die zur Sage der Augen bekommen und die Arbeit beginnen. Augen ist eine Drohne, ja. Entweder eine Drohne oder die Augen von unseren von Ort. Mörser im Einsatz. Rumballern. Nachdem wir geschossen haben, haben wir etwa 37 bis 38 Sekunden, bis die Mine das Ziel trifft. Der Vogel sieht, wo diese Mine hingefallen ist, und davon abjustieren wir unseren Schuss. Es kam perfekt. Ja, das war perfekt. Genug? 50 plus. Plus bedeutet Ziel getroffen? Nein. Sie justieren den Schuss 50 nach links. Der Vogel justiert den Schuss. Der Vogel ist die Drohne. Sie bereiten sich vor. Die nächste? Feuer. Und sie fliegt. Die nächste? Genau, wo wir es brauchen. Ja, hier gab es eine tolle Explosion. Super. Das wiederholen wir. Man kann sich vorstellen, dass es nur diese kleinen mobilen Gruppen mit Drohnen gibt,
die rausgehen und sie sind die Einzigen, die kämpfen. Das ist aber nicht ganz richtig. Sie sind für aktive Verteidigung und Gegenangriff verantwortlich. Aber die Gegend ist von anderen Einheiten fest in Schutz genommen. Sonst würden diese kleinen Gruppen vernichtet und der Feind würde fortschreiten. Munition explodiert. Man kann hier Detonation sehen. Hier am Rande hat die Technik gebrannt. Diese hier lebt noch. Hier in den Bäumen steht ein Schutzpanzer. Zoom ihn drauf. Alles gut. Wiederholen. Dieselbe Stelle. Luft. Gefahr aus der Luft. Gefahr aus der Luft. Das bedeutet, dass etwas in unsere Richtung fliegt. Ein Wohnhaus, 16 Stockwerke und die Panzer gleich dabei. Wie können unsere Jungs arbeiten, wenn diese Taktik angewendet wird? Sie wissen über unsere Mentalität, dass für uns das menschliche Leben von Bedeutung ist. Sie wussten ganz genau, dass wir Wohnhäuser nicht beschießen wollen. Wir haben alles gemacht, um Ziele genau zu treffen, um Infrastruktur zu bewahren. Der Gegner hat ständige Bebauung zur Verteidigung seiner Technik und Leute genutzt. Also sie haben sich mit Zivilisten verdeckt, ganz genau. In den 8 Jahren des Hybridkriegs, der seit 2014 dauert, sind die Streitkräfte der Ukraine, unsere Verteidigungskräfte, die ukrainische Armee ganz anders geworden. Diese Jahre haben uns Erfahrung gegeben. Wir laden schnell auf. Der Feind kann schon wissen, dass wir hier sind. Wir müssen schnell verschwinden. Raus! Los! Schnell, schnell! Aufnehmen. Los! Wir mussten dem Gegner maximalen Schaden in kürzerer Zeit anrichten, ihn verbluten lassen, sodass er sich weigert, weitere Maßnahmen auf dem größeren Territorium durchzuführen. Und es hat funktioniert. Alexander, guten Tag, guten Tag. Wir waren hier mit Ihren Jungs im März. Dann kam ich nicht mehr. Und jetzt habe ich ziemlich beängstigende Gefühle und Erinnerungen. Die Jungs von der nationalen Polizei haben an der Befreiung von Irpin teilgenommen, sowie in dem Kampf für Butscha. Ich war hier mit ihnen und habe die Polizeikräfte geleitet. Ein schönes G-Model war das. Es war unser. Wirklich? Das Auto ist gepanzert. Ja, es war unser. Ein Geschäftsmann hat uns das gepanzerte Auto zur Ausführung der Aufgaben zukommen lassen. Während des Kampfes für Irpin wurden wir in der Stadtmitte mit einem Mörser beschossen. Wir wussten, dass das Auto nicht wiederherzustellen ist. Hat die Panzerung Menschen gerettet? Ja. Wir befinden uns im Autofriedhof. Ich erinnere mich, wie diese Autos auf der Brücke standen. Das war fürchterlich. Ich habe gesehen, wie das Leben gestoppt hat. All diese Menschen haben ihren Transport gelassen und hoffen, zurückzukehren. Einige Tage oder eine Woche später. Das sind Autos von Menschen, die aus Irpin zu evakuieren versuchten. Die meisten haben Löcher in den Fenstern. Gucken Sie, wie viele es sind. Hunderte von Autos wurden zurückgelassen. Die Evakuation war andauernd. Einige Menschen versuchten, das selbstständig zu machen. Der Feind hat sie erschossen. Eine Mine hat diese Stelle getroffen und das Auto wurde gesprengt. Mir tut es weh zu sehen. Dieses Auto wurde stark beschossen. In Irpin haben viele gewohnt, die in 2014 aus Donetsk geflohen sind. Das ist das Ende der Welt. Menschen wollten sich vom Krieg retten. Als die Kriegshandlungen angefangen haben, sind Menschen mit ihren Autos zu dem Evakuationsort gekommen, haben den Transport hinterlassen und geflohen. Sehen Sie unbeschädigte Autos? Das gibt es nicht. Die ganze Welt hat Fotos gesehen, wie Menschen hier aus Irpin evakuiert wurden. Nach der Befreiung machen wir die ersten Aufnahmen, wie dieses Ort heute aussieht. Das ist die Straße des Lebens.
Es tut weh. Wäre die Brücke intakt, würde es den Konvois leicht fallen, Kiew zu betreten. Direkt. Hier sind eine schöne Straße und eine große Brücke. Sie wurde aber gesprengt, um Pläne der russischen Armee zu brechen. Es war geplant, Kiew von vier Richtungen zu besetzen. Die erste Richtung von Tschernihiw, die sich nach Brovary entwickelt hat. Die weitere Richtung von Sumy, wo die Einheiten die Odessa-Kiew-Straße zu betreten waren. Die Richtung über die Tschernobyl-Zone. Und die letzte Richtung lag von der weißrussischen Grenze über die Zhytomyr-Straße zur Odessa-Straße. Millionen der Zuschauer werden nach ihren Worten auf die Verteidigung von Kiew mit ganz anderen Augen gucken. Wir haben anders gedacht. Wir haben nur über Bucha, Irpin, Hostomel und die Tschernobyl-Zone gedacht. Und es stellt sich heraus, dass wenn Tschernihiw und Sumy nicht festgehalten würden, wäre man nicht so erfolgreich um Kiew. Genau. Die russische Armee kam von drei Richtungen, unter anderem von Brovary und Tschernihiw. Falls sie durchbrechen würden, wäre es nötig, Brücken in Kiew zu sprengen. Die Patonbrücke, die U-Bahn-Brücke. Haben sie darüber gedacht? Alles wurde besprochen. Sie wurden alle vermint. Der Befehl war, falls es einen Durchbruch gibt, die Möglichkeit der Überquerung zum rechten Ufer zu nehmen. Waren sie bereit dazu? Wir waren jeden Tag zu allen Schritten bereit. Diese Brücke hier auf der Landkarte ist gesprengt. Ein Panzer kommt dort nicht durch. Ich hab ja einen Panzer? Ja. Wir haben einmalige Aufnahmen gemacht von dem ersten Panzer, der Hostomel betreten hat. Er hat nach dem Weg in die Stadt gesucht, weil die Brücken gesprengt wurden. Wir wollen sehen, ob die Brücke noch da ist. Es ist hier. Schüsse? Ich habe nie gedacht, dass ich zu Hause hier bei Kiew als Kriegsberichter arbeiten werde, befürchtend, dass Russen angreifen können. Die Brücke ist leider nicht mehr da. Sie wurde gesprengt. Es bricht komplett in der Mitte. Lass uns dahin fahren und gucken. Lass uns fahren. T-72. Unsere Aufgabe ist, den Fluss Irpin zu überqueren. Wir gucken uns die Brücke an, die wir nutzen wollen. Die ist aufgesprengt. Keine Chance. Das ist ihr Zustand. Wir haben den legendären Panzersoldaten Adam arbeiten sehen. Er kämpft in meiner Gruppe und leitet die taktische Gruppe. Er hat auch die kompliziertesten Operationen durchgeführt, wo man kreativ sein müsste. Und er ist sehr kreativ. Adam will das Unmögliche tun. Er wird hier runtersteigen. Dreh mal die Kanone um. Über eine gesprengte Brücke? Wie ist das möglich? Das sehen wir gleich. Hier ist das... Moment. Die Jungs tun das Unglaubliche. Ihr habt's geschafft. Ja, perfekt. Die Brücke wackelt. Gut gemacht, toll.
bin so stolz. Die Stadt war über einen Monat lang bei den Russen besetzt. Und jetzt, zum ersten Mal, fährt durch Bucha das Auto mit ukrainischer Flagge. Bucha ist befreit. Zusammen mit ihren Jungs und aus der Polizei waren wir die ersten Journalisten, die die befreiten Bucha, Irpin und Hostomel betreten haben. Es war wie in einem Albtraum. Aber das? Ja, das ist Krieg. Ja, Krieg. Das sind die Folgen des Krieges. Die meisten Häuser haben kaputte Fenster. Überall sieht man Spuren, die Beschießung. Man sieht, wie Wohnhäuser getroffen wurden. Dieses Gebäude wurde auch getroffen. Bestimmt nicht lange her. Es brennt immer noch. Jungs, habt ihr ein Stück Brot vielleicht? Wir haben nicht mit. Da waren Kekse. Warte mal, da sitzt ein Soldat bei mir. Das ist die wahre Not. Die Menschen haben nichts zum Essen. Ich habe schon vergessen, wie Brot aussieht. Ich gucke gleich. Wie lange haben Sie nicht gegessen? 3 Tage. 3 Tage. Hier habe ich das Essen für Touristen. Hier ist es. Borsch und Brei, heißes Wasser habe ich. Warten Sie, ich habe noch Schokolade. Wurde die Stadt stark beschossen? Ohne Ende. Mein Haus ist halb zerstört. Wie glauben Sie, warum sitze ich hier? Meine Frau hat Herzinfarkt gekriegt. Wahnsinn. Bleiben Sie stark. Hier bei der Ausfahrt von Irpin wurde hart gekämpft. Alles ist zerstört. Hier fand so ein Luftkampf statt, dass man den Kopf nicht heben durfte. Unser Schlachtflugzeug versuchte, den Russischen einzuholen. Der Letzte, um nicht getroffen zu werden, hat seine Bomben abgeworfen. Ich habe den Flughafen Donetsk überstanden, aber sowas habe ich nicht gesehen. Brutal sind sie. Sie nehmen keine Notiz von Zivilisten. Was passiert in der Stadt? Wir sind die erste Gruppe hier. Es war Wahnsinn. Wir gehen gleich in den Paradies, weil wir schon in der Hölle waren. Ich wurde in Bucha geboren und habe hier mein ganzes Leben gewohnt. Das zu sehen, schrecklich. Dort liegen 3 Menschen, Zivilisten. Sie haben uns Zeit gegeben, sie einzugraben und Schluss damit. 3 Männer, sie waren ohne Grund erschossen. Dieser wurde in den ersten Tagen zu Hause erschossen. Er hat die Tür geöffnet und wurde gleich ermordet. Kannten Sie diese Menschen? Ja, alle. Mann hieß Leonia. Eines Tages bin ich um 7 Uhr aufgewacht. Und ich höre die Russen ihn nach seinem Ausweis fragen. Er sagt, dass er hier wohnte, hier sei seine Wohnung im Erdgeschoss. Der Soldat sagt, du redest zu viel und erschießt ihn. Dieser Mann wurde 10 bis 12 Tage her ermordet. Der betrunkene Soldat hat ihn hereingewinkt und sagte ihm, alle Handys zu bringen. Während der Mann das gemacht hat, wurde er erschossen. Wir haben das Grab gegraben und es flog alles Mögliche über unseren Köpfen. Dieser Mann wurde in Stücke zerrissen. Sie haben ihn ermordet und eine Granate auf den Körper geworfen. Ich weiß nicht. Ich bin in einem außerordentlichen Zustand. Ich fühle, wie tragisch es ist, dass es passiert hat, dass wir diese Menschen nicht schützen konnten. Wir gehen jetzt in die Straße, wo der erste Konvoi der russischen Panzertechnik vernichtet wurde.
Diese erfolgreiche Salve hat sehr viele Leben gerettet. Der große Konvoi in Bucha, wie wurde er vernichtet? Erstens haben die lokalen Einwohner den Soldaten mit der Justierung der Schüsse geholfen. Zweitens haben die Jungs sehr gut Videogames gespielt, im Ernst. Sie sind in Lasertag sehr geschickt. Wenn man sie gefragt hat, wie sie das gemacht haben, das war wie ein Videogame. Zielen, schießen, haben sie geantwortet. Sie haben alles verbrannt. Den Kopf des Konvois und dann das Ende. Die Technik steht, Panik, und dann wird der Rest vernichtet. Mit Panzerbüchsen nicht nur. Die Russen kamen zur Parade. Sie haben keinen Widerstand erwartet. Sie wurden ja gesagt, dass sie hier mit Blumen willkommen werden, wenn man das Willkommen mit Blumen nennen kann. Die lokalen Einwohner haben die Koordinate der feindlichen Konvois eingereicht. Die Information gelangt in die entsprechenden Stäbe. Wir wussten also, wie sie sich bewegen. Die Lokalen haben auch alle Straßenzeichen entfernt. Sie wussten also nicht, wo sie sich befinden. Ein kleiner Panzer. Er flog einfach zur Seite. Schade, dass wir diese Not sehen müssen. Hier sehen Sie ein Munitionsstück, das nicht explodiert hat. Wenn man es gut schlägt, detoniert es. Hier ist es sehr gefährlich. Die Ukraine ist angeblich das meist verminte Land der Welt. Wir werden mit diesem Problem Jahrzehnte zu tun haben. Vorsichtig, pass auf, wo ihr hintritt. Dima, du bist fast auf ein Geschoss getreten. Wo? Hier. Jeden Tag finden und neutralisieren wir etwas Neues. Und das in der Gegend, die wir schon geprüft haben. Also wir haben viel zu tun. Wir bauen die Einheiten der Bombentechniker aus. Das ist die sogenannte Katz. Das ist ein Seil, mit dem die Tür geöffnet wird, für den Fall, dass die Tür vermint ist. Verstecken Sie sich hinter der Panzerung. Die Tür ist auf, alles klar. Wo Sie das Rückziehen geplant haben, haben Sie alles vermint. Das hat seine Folgen. Viele Opfer in der nationalen Polizei und sogar Bombentechniker werden verletzt. Es gibt keine einzige Wohnung, in die die Russen nicht eingebrochen haben. Das ist eine interessante Tür. Die macht man lieber nicht auf. Da liegt eine Decke. Die Tür ist verdächtig. Bombentechniker werden sie prüfen. Wir sind in ein Haus reingegangen. Und da liegt ein F1. Da liegt eine Granate. Sie explodiert, falls man diese Falltür zumacht. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe nach einem besseren Aufnahmepunkt gesucht. Ist sie von hier zu sehen? Kann ich das kommentieren, sodass ich damit im Bild bin? Soll ich dahin? Sonst sehe ich sie nicht. Beängstigend. Das ist der Beweis, dass sie Wohnhäuser verminen. Der Stift der Handgranate ist gezogen. Der Schlaghebel wird von der Falltür gehalten. Wenn man die Tür zumacht, der Schlaghebel lässt los. Die Granate fällt 3 Sekunden Zündung und sie zersplittert auf den Umkreis von 200 Meter. Jetzt verstehe ich, dass es gefährlich war. Diese Granate hat in der Luft gehangen. Falls die Tür durch Zufall oder durch den Wind zufallen würde, würde sie fallen. Wie hat die Polizei reagiert? Pass auf, komm nicht her, ich bin aber hergekommen. Die Frage ist, welche Folgen das haben konnte. Tod oder Verletzung, Dienst und der Polizisten. Man muss nie über die Sicherheit von sich selbst und der anderen denken. Bitte tu sowas nicht mehr. Was werden Sie jetzt tun? Wir entfernen diese Tüte und gucken, wie sie festgemacht ist. Soll ich raus? Ja. Nimm den Hund. Er hat sie in der Hand. Ich suche nach einem Stift. Warte mal.
Hilf mir. Gib mir das. Fertig? Darf ich gucken? Die Hände zittern ein bisschen. Ist dieser Draht verlässig? Alles okay? Das ist ein Büroklammer. Was machst du damit? Ich gebe sie bei den Bombentechnikern. Wie bringst du sie zu ihnen? Mit einem Auto. Mit einem Auto, genau. Mit unserem? Was war Polizei vor dem Krieg? Das waren Menschen, die sich mit Straftaten beschäftigt haben. Streifenpolizei hat sich zum Beispiel mit Geschwindigkeitsüberschreitung beschäftigt. Am 24. hat sich alles geändert. Seit dem 24. Februar war unsere Aufgabe, die Ortschaften zu säubern. Wir prüfen, ob es Sabotagegruppen gibt. Dort stehen Garagen. Wir haben mitbekommen, dass es dort russische Besetzer gibt. Wir wollen das gleich prüfen. Sind Sie dort? Die letzten drei Nächte, seit Sie zurückgezogen sind, brennen dort Feuer. Sie versuchen, sich zu wärmen. Und ich höre Gespräche und Hunde bellen. Die Jungs sind einsatzbereit. Kommt hier hin. Wir prüfen die Tür im ersten Stock. Zieh sie nur ganz leicht. Komm zur rechten Seite. Stehen bleiben. Bleib stehen. Hände hoch. Komm hier. Hände hoch. Komm zu uns. An die Wand. Warum? Wollt ihr mich erschießen? Stellen Sie sich an die Wand und alles wird gut. Wir prüfen Sie. Haben Sie den ukrainischen Ausweis mit? Ja. Charlie Jaroslav, Geburtsdatum, der 28. August. Kommen Sie raus aus diesen Garagen. Wir wissen ja nicht, wo Leute sind. Ein Mann kam zu uns raus. Er erschrak, als er Soldaten sah, seine Hände zittern. Und er sagte, ihr werdet mich erschießen. Habt ihr Zigarette? Hat jemand Zigaretten? Als sie geprüft wurden, haben sie gefragt, wollt ihr mich erschießen? Ich hatte Angst, weil die Russen Menschen erschossen haben. Ein Freund von mir wurde erschossen. Wir haben ihn hinter den Garagen begraben. 5 Tage lang haben ihre Soldaten uns nicht an seinen Körper nahegelassen. Er sagte, ich weiß nicht, wer ihr seid. Die Russen haben gemordet. 2 MP-Schützen winken mich zu. Ich mache meine Jacke auf, um zu zeigen, dass ich ein Zivilist bin. Ich habe einen Pullover an. Ich gehe einfach. Nein, komm her. 2 russische MP-Schützen? Ja, genau. Ich begann zu zigzaggen. Eine Kugel hat meine Schulter durchbohrt. Haben Sie geschossen? Ja. Sie haben meine Schulter durchbohrt. Das ist die Austrittswunde. Hier. Eintrittswunde ist etwas weiter unten. Sie sind aber ein Sonntagskind. Das Ohr ist zugenäht. Das Ohr wurde abgerissen und mein Skalp deckte mir die Augen. Haben Sie die Familie? Natürlich. Ich weiß nicht, wo meine Frau und Kind sind. Am 9. gab es den letzten Fluchtkorridor, aber wurde stark beschossen. Sie sind gefahren? Ja. Immer noch keine Kontakt aufgenommen? Noch nicht. Kennen Sie die Nummer? Ja. Von meiner Frau. Versuchen wir? Ja. 5. Weitergeleitet? Nein. Kennen Sie eine andere Nummer? Ja, meine Mutter. 684. Der Anruf ist weitergeleitet. Hallo? Mutti? Mutti, ich bin das. Jaroslav. Mein Schönchen, mein Lieber, mein Kind. Ich bin okay. Wo bist du, Schönchen? Ich bin okay und am Leben. Ein Polizist hat mir sein Handy ausgeliehen. Ich bin in Bucha. In Bucha ich bin. Sag mal Oksana und Angelina, dass ich lebe. Artem und Vanya Imanov wurden ermordet.
Wir haben zusammengesessen und er ging. Sie haben bis 5 niemanden rausgelassen. Falls man aus dem Hause war, haben sie einen an der Stelle erschossen. Das ist ein Wunder, dass sie leben. Tränen lassen sich nicht zurückhalten. Er erzählt, wie er lebt und wie er starb. Okay, Mutti, ich umarme dich. Tschüss. Danke. Der Krieg hat uns gewöhnliche Dinge genommen. Strom, Brot, Telefonverbindung. Was hat der Krieg Ihnen genommen? Vieles im geistlichen Sinne. Vor dem Krieg, wenn ich auf eine Person geguckt habe, auch wenn das mein Feind war, habe ich gedacht, dass jedem sich eine Chance gehört. Jedem muss man zuhören. Vielleicht weiß diese Person nicht alles. Sie leiden unter diesem Informationsdruck und sie sind nicht schuld. Sie sind doch schuld. Unterstützt du diesen Krieg, du bist ein Mörder. Und Schluss. Dieser Krieg tötet Menschen. Falls du ihn unterstützt, bist du ein Mörder. Man muss nicht nach einem Grund suchen. Ich bin auch ein Zivilist und ich habe ein unerwartetes Gefühl, dass ich bestimmt zu töten fähig bin. Zudem, ich will sie töten. Am 1. April 2022 habe ich die schrecklichste Expedition in meinem Leben gemacht, nach Butscha. Mann, das sind Körper von Zivilisten. Ich habe mit meinen eigenen Augen diese mit Leichen übersäte Straße gesehen. Ich erzähle davon und vor meinen Augen steht das Bild von dem älteren Herrn, der mit Lebensmittelrad gefahren ist. Ein älterer Herr. Er ist Rad gefahren und was für ein Albtraum. So viele Menschen dort. Schrecklich. Diese Fotos haben die ganze Welt schockiert. Wladimir Putin sagt aber, sie wären ein Fake und Provokation. Ein Tyrann. Ein unheimlicher Mensch. Man muss die Ergebnisse einiger Tätigkeit zugeben. Man muss davon sprechen und zugeben. War das deine Absicht und dein Ziel? Du glaubst, das wäre die Operation zur Denazifikation oder der Ukrainisation oder was auch immer. Warum gibst du nicht zu, dass du das gemacht hast? Er sagt, das sei ein Fake. Das sei eine Theatralaufführung. Darin besteht die Schwäche. Er ist einfach ein schwacher Mensch. Ein ermordeter Mann. Noch ein ermordeter Mann. Wie schrecklich. Gucken Sie, ein ermordeter Mann mit seinem Gesicht im Boden. Mitten in der Straße. Das ist eine Hölle. Mein Gott. Das ist ein Albtraum. Sie waren auch in Butscha. Sie haben auch gesehen. Was ist Butscha für Sie? Russlands Gesicht. Ich habe das in dem Moment endgültig verstanden. Die Hände sind zusammengebunden. Das war ein junger Mann. Höchstens 30 Jahre alt. Seine Hände sind gebunden. Er wurde ermordet. Ich versuche, meine Gedanken zu sammeln. Ich weiß nicht, wie. Das ist ihr Gesicht. Folter, ermordete Kinder. Das ist ihr Weg.
Du hast diese Straße noch vor den Augen. Die ist nicht breit. Das ist ihr Weg, so blutig. Sie haben eine Straße, einen Weg. Sie überschreiten lebende Menschen. Das ist einfach ihr Weg, der eine Richtung hat. Das ist, was sie uns wünschen. Das ist ihr Hauptmerkmal. So scheint es mir. Das sind sie. Wir dachten, dass Bucha der gruseligste Ort war. Wir wussten noch nicht von Folter in Balaklia. Ein Freund von mir wurde hier bis zum Tode gefoltert. Ich werde nie das Dorf in Tschernihiw Oblast vergessen, wo sie Kinder im Keller gehalten haben. Unsere Kinder haben Bilder gemalt. Ein gesticktes Tuch für unsere Soldaten. Sie haben einen Kalender geführt. Wie viele Tage vorbei sind und wer starb. Das ist die Liste der Erschossenen. So viele Menschen in einem Monat? Ja. Denken Sie an Izium, Massengräber. Kein Kommentar. Schlinge am Hals. Hier ist alles klar. Schrecklich. Das ist Völkermord. Das stimmt. Das ist die russische Welt, die zu uns kam. Das ist das Gesicht des Krieges. Das ist die Brutalität des Feindes. Das ist seine Unmenschlichkeit. Wurde er heute ausgegraben? Gestern? Von vielem wissen wir noch nicht. Wir waren noch nicht in Mariupol, das stimmt. Es gibt nicht genug Teufel in der Höhle für sie. Monster. Wir sehen, was weiterkommt. Wie glaubst du? Wir werden bis zum Ende kämpfen, bis zum Sieg. Ich bin sicher, dass wir gewinnen. Wäre ich nicht sicher, würde ich 8 Jahre meines Lebens nicht auf diesen Krieg verschwenden. Musst du